Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir eine Armbrust gebaut. Ja, das ist das heutige Video. Im heutigen Video zeige ich dir, wie ich mir eine Armbrust selber baue. Das hier ist zumindest mal der Pfeil. Wie gut das funktioniert, seht ihr dann am Schluss vom Video, wenn wir das Ding benutzen werden. Auf jeden Fall ist die Armbrust hier ziemlich cool. Ich habe hier eine Holzfeder. Ich werde im Video auch erklären, warum ich eine Holzfeder verbaut habe und keine Stahlfeder. Auf jeden Fall machen wir ein bisschen Formverleimung, denn das hier ist nicht gebogen aufgrund von dieser Spannung. Da ist nämlich nicht so viel Spannung drauf. Ich zeige dir, wie wir uns hier diesen kompletten Korpus bauen, wie wir uns hier diesen coolen Griff bauen. Denn, wie man hier sieht, rastet der auch selbst ein. Das ist ziemlich cool. Das hat mich alleine schon einen Tag Denkarbeit gekostet. Wir bauen uns hier diesen schönen Griff. Der ist auch gefedert. Also alles ziemlich cool. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Video, aber ich will jetzt direkt hier am Anfang noch ein paar Worte dazu loslassen. Das ist kein Spielzeug. Ich behandle das hier wie eine selbstgebaute Maschine. Eine selbstgebaute Maschine ist, wenn man sie nicht richtig benutzt. Und wenn man da, gerade wenn mehrere Leute anwesend sind, die dann benutzt und nicht richtig aufpasst, da kann wirklich was ins Auge gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, das ist kein Spielzeug, das wird auch nicht wirklich benutzt. Das ist für dieses Video hier gewesen und ansonsten wird es jetzt wahrscheinlich unter den Speicher geräumt. Ansonsten denke ich, sieht es cool aus und allein dafür hat es sich schon gelohnt. Viel Spaß beim Video. Endlich geht es mit dem neuen Projekt los und ihr habt es ja schon fertig gesehen. Ich werde jetzt damit anfangen und ich habe eben schon relativ lange ein paar Schablonen gebaut. Ich werde jetzt erstmal zeigen, was ich mir dabei denke und was ich schon gemacht habe. Grundsätzlich habe ich mir aus dem Internet relativ viel Inspiration dazu geholt, speziell auch zur Drückermechanik und einfach zu diesem Kompletten. Das hier widerspiegelt noch nicht so wirklich die Form, die ich mir vorgestellt habe. Ich zeige es euch nämlich gerade mal, weil die Varianten, die ihr im Netz findet, die sind sehr, sehr spitz, viel ein gutes Stück spitzer geformt. Ich glaube, das ist noch ein Stückchen älter in der Zeit. Was wir benutzen werden an Holz, ganz einfach, wir werden Eiche benutzen. Und das ist das Spezielle, denke ich, bei dieser Armbrust, wir werden auch Eiche für vorne die Feder benutzen. Normalerweise sind vorne die Federn aus Metall. Ich habe aber keinen Federstahl mehr da, von der Federung, vom Auto eventuell. Und aus dem Grund werde ich es einfach aus Holz machen. Sollte auch gut funktionieren. Thema Schablone. Das hier ist die Schablone. Die ist auch im Original in 10 cm länger in etwa. Und was mir hier wichtig war, war auf jeden Fall die Drückermechanik. Denn das wird relativ massives Metall werden, weil das sehr, sehr viel aushalten muss. Und da ist es am Holz einfach ein bisschen einfacher, das zu modellieren. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass hier jetzt zum Beispiel Druck drauf ist. Hier vorne hat der Pfeil Platz, um reinzukommen. Hier vorne wird das Seil eingespannt und wenn er dann das Ganze hier unten betätigt, kann sich das hier frei drehen und dann geht's ab. Habe ich schon mal aus Holz vorbereitet, werden wir später aus Metall uns zurechtfallen. Ich war jetzt doch noch schnell anderes Holz holen, denn von dem Eichenholz habe ich nicht mehr genug, als dass es dann auch vorne für das Querteil reichen würde. Aus dem Grund habe ich hier mir noch ein Stück Buche geholt, das wird für das Griffstück auch sehr gut sein. Als nächstes werde ich mir hier meine Schablone mal festspannen, denn ich muss ja hinten dran dieses Kantholz noch deutlich kleiner schneiden. Ich möchte aber, dass später das alles schön übereinander aufliegt und aus dem Grund werde ich da zwei Löcher durchbohren, damit ich dann später die Position nämlich quasi wieder zusammenstecken kann, damit alles passt. Und dafür spanne ich mir das Teil jetzt mal fest. Ich werde eigentlich nur am Anfang an der Säulenbohrmaschine bohren, damit ich so die Richtung habe. Den Rest werde ich dann frei gleich bohren. Als nächstes schneiden wir jeweils 18 mm breite Scheiben ab, damit wir später auf 15 mm runterhobeln können. Mal ein kurzer Cut im Video. Wenn dich interessiert, was ich hier so mache, oder wenn dich grundsätzlich das Thema Holzbau interessiert, dann kannst du ja vielleicht ein Abo da lassen. Da würdest du mich ungemein unterstützen und würdest auch, wenn du das Glöckchen aktivieren würdest, immer darüber informiert werden, wenn es ein neues Video gibt. Wie gesagt, hier auf dem Kanal gibt es Holzbearbeitung, Drechseln, Möbelbau. Heute bauen wir uns mal eine Armbrust.
Was wir beim nächsten Mal bauen, weiß ich noch nicht, aber wenn du das Ganze abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du darüber informiert werden. Danke für deinen Support und jetzt geht's weiter mit dem Bogenbau. Jetzt seht ihr schon mal, warum es praktisch war, die Schablone abzubohren. Denn jetzt haben wir hier immer zwei schöne Löcher, sodass wir unsere Schablone hier perfekt auflegen können. Ich sie nur noch abbekomme. Und ich habe jetzt hier schon mal ein Loch gebohrt. Das habe ich mit Absicht nur hier an diesem Punkt gemacht, denn das hier wird der Drehpunkt von unserer Spannmechanik bzw. Haltemechanik sein. Warum geht er denn jetzt nicht rein hier? Blöde Sau. So. Haltemechanik schaut schon mal gut aus. Das müssen wir also nur noch in Metall fertigen. Die lauteste Maschine, die ich habe, vierstellig. Ich muss natürlich erstmal die Stirnseiten plan fahren, damit das Ganze auch später dazwischen passt. Beautiful. Das war schon der erste Streich und der nächste folgt zugleich. Ich drehe übrigens immer ganz gerne meine Meißel so ein bisschen schräg, weil es speziell mit dieser Maschine dann ein bisschen einfacher ist, das Ganze vorne plan zu fahren. Das ist eigentlich, macht man das hier nicht, aber ich mache es hier bei dieser Maschine extra, weil sie sich dann einfach besser drehen lässt. Pfeil. Fertig. Eine fertige Nuss. Ich zeige euch jetzt mal die Nuss. Hier oben wird später der Faden drin hängen. Und hier unten ist dann die Ausdrücker, die Auslösemechanik. Wenn ich die betätige, geht die runter und das Teil kann sich drehen. Und dann wird vorne der Faden rausschießen. Und als nächstes werde ich mich gerade noch hier diese Metallarbeiten kümmern. Denn das hier soll der Griff werden. Das werde ich aus hier diesem dicken Stück Flachstahl machen. Ihr seht jetzt hier den Auslösemechanismus und da hatte ich jetzt relativ lange dran zu hapern. Auf jeden Fall seht ihr jetzt, wenn hier Spannung drauf ist, ist das Ganze hier gesperrt. Und wenn ich jetzt dieses Teil hier betätige, zack, dann kann sich das hier frei drehen und die Schnur wird nach vorne wegsausen. So, ihr seht jetzt hier nochmal den Haltemechanismus und das Thema hat mich die ganze Zeit echt ein bisschen gefuchst. Das hier ist wie gesagt der alte Mechanismus, aber das funktioniert so nicht. Hier sehen wir jetzt den neuen. Ich werde es euch aber am Anfang von diesem Holzmodell zeigen, denn hier ist der Drehpunkt einfach viel besser, dass ihr quasi hier die Nuss nicht erst rumdreht, damit sich das Ganze entsperren kann. Ihr seht auch hier, dass ich ein paar Löcher gemacht habe. Ihr seht gar nichts. Ihr seht hier ein paar Löcher, wo ich dann ausprobiert habe, wo der Drehpunkt am besten ist. Und tatsächlich ist er hier wirklich am besten. Da komme ich hier oben genau hin mit meiner Höhe vom Material. Und werde aus dem Grund das Loch dann hier
hinmachen. Ich werde jetzt auch mal langsam anfangen, die Teile hier an festzuleimen. Dann können die nämlich alles mal trocknen. Das hier ist unsere Biegeform, die werden wir benutzen, um später vorne den eigentlichen Bogen, der dann die Geschwindigkeit erzeugt. Mit dem Satz vergessen, wo ich war. Genau, damit werden wir später dann das Holz biegen und das werde ich jetzt einmal mal miteinander verschrauben, damit wir gleich das Teil hier auftrennen können. Die Biegeform haben wir jetzt hergestellt und ich habe einen kleinen Fehler gemacht am Anfang vom Video. Denn da habe ich gesagt, ich werde das Bogenstück aus Eiche herstellen, weil das ja das Superholz dafür ist. Ist es doch nicht. Ich habe nochmal genau nachgesehen. Eiche ist nicht so gut, weil es zu hart ist. Glaube ich mal. Auf jeden Fall ist Robinie, im Netz steht zumindest mal Kernrobinie, das ist gut dafür. Ich habe da ein Stück Robinie, was ich mal selbst aufgetrennt habe. Das Video dazu verlinke ich dir oben rechts im Eck. Da habe ich mein eigenes Kettensägewerk benutzt. War ziemlich abgefahren. Und das Stück ist übelst schwer. Und ich werde mal probieren, das jetzt auf der Tischkreissäge zuzuschneiden. Hoffentlich hält es massierend wie das Blatt an. Hier haben wir jetzt unsere Biegeform und wir können jetzt auch schon anfangen, das ganze Teil zu verleimen. Muss man wirklich ein bisschen aufpassen, weil wenn das Ding gespannt ist, hat das schon ziemlich viel Power und das will eigentlich gar nicht so gespannt sein und deswegen einfach ein bisschen aufpassen. Schon die erste Lage, schon die nächste. Ich werde jetzt mal jeweils eine Reihe Klebeband rummachen. Vielleicht hilft das ja, dass das sich nicht verschiebt. Gut, das hilft halt gar nicht. Naja. So, man sieht jetzt, dass es schon ein bisschen schräg ist. Das ist nicht so gut. Gucken wir mal, dass wir es gerade bekommen. Vor allem, was auch super wichtig ist, ist, dass diese Linien hier überein stimmen, weil wir sonst nicht überall eine Presskraft aufbringen können. So, immer schauen, dass ihr am besten nicht so nah mit eurem Kopf hier an die Schraubzwingen drankommt, weil wenn die wegfliegt und das gegen euren Zahn knallt, dann kann der Zahn schnell weggescherbelt werden. Oh, gefährlich, gefährlich das da. Das darf nicht auseinanderfliegen. Das wäre gar nicht gut. Heiße Angelegenheit. Das stimmt wieder. Das stimmt ebenfalls wieder. Wenn wir einmal Kontakt haben, ist das sehr, sehr gut, weil dann ist er nicht mehr so frei schwingend wie eine richtige Feder.
Ah, warum hat er sich jetzt komplett verdreht? Scheiße. Ich wollte das Ganze noch einmal justieren und habe in der Mitte die Schraubzwinge weggemacht. Und jetzt sehen wir aber, dass das Ganze nicht mehr übereinstimmt. Aus dem Grund muss ich jetzt erstmal das Holz wieder überzeugen, dass es ein Stück rüber rutscht. Hammer ist einfach gut. Mit dem Hammer kann man einfach so vieles erledigen. Na, leck mich am Mikro. Ich sollte euch vielleicht mal wieder was sagen, denn ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt in den vergangenen paar Sekunden oder Minuten war. Aber ich habe einiges getan und einiges war erstmal nicht so gut und ich musste viel abarbeiten und abändern. Und ich werde das jetzt einmal kurz zeigen. Fangen wir als erstes mal hier mit dem Bogen an. Ich glaube, ich habe gesagt, dass Eiche nicht so ein gutes Holz ist. Aus dem Grund habe ich Rubin hier geholt und ich habe den am Anfang viel zu dick gemacht. Hier die Form war mal klar, dass ich das mache, dass ich halt eben das Teil hier nach hinten richtig schön rund biegt. Aber diese drei Schichten Holz waren viel zu viel, das war viel zu stark. Da konnte man sich, glaube ich, mit zwei Leuten draufstellen und das hat sich fast nicht bewegt. So, jetzt die jetzige Dicke ist schon mal okay. Da werde ich jetzt aber später erst weiter nachschleifen, wenn ich das Seil habe, damit ich sehe, okay, wie viel Bums ist und da ist dahinter. Also, so viel zum Bogen. Ist jetzt eigentlich schon mal okay, muss ich später weiterarbeiten, wenn ich das Seil habe. Als nächstes kommen wir hier zu diesem Teil. So eigentlich das Kernteil von der ganzen Armbrust. Wir haben hier unseren Auslöser. Der ist gefedert, wie man sieht. Das war auch schon für mich eine übelste Denkarbeit. Und wenn man jetzt hier dran zieht, löst es aus. Jetzt zeige ich dir, wie das System von innen funktioniert. Zuallererst mal lösen. Ich muss mir auch gleich noch die passenden Bolzen drehen, die dann hier als Drehpunkt dienen. Wir haben jetzt hier unseren Griff. Der ist hier. Und da habe ich auch eben schon gesagt im Video, dass hier diese Griffmechanik, die war komplett für die Tonne. Diese Variante ist viel einfacher herzustellen und funktioniert auch einfach viel besser. Hier haben wir die Feder. Auch das ist Rubine. Da habe ich mir hier mit einer Schraube das Ganze hier oben drauf gedreht, damit ich halt den Abstand passend habe, damit der Druck einfach immer passend ist. Das kann man jetzt auch später noch anpassen. Und was noch wichtiger ist, hier dieses Teil kann man auch einbauen, wenn das ganze Teil gleich verleimt ist. Das bedeutet, wenn hier diese Holzfeder mal bricht, kann man durch hier oben diese Öffnung eine neue einsetzen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Hier seht ihr auch, hier musste ich noch später was rausstemmen. Hier musste ich noch was rausstemmen für die Feder. Und dann passt auch schon hier oben die Nuss rein. Wir haben jetzt hier Spannung. Hier vorne ist das Seil eingehakt. Und jetzt kann ich hinten den Hebel betätigen. Das Ganze geht nach hier unten. Das ist jetzt der Faltedurchmesser. Der Vorführeffekt ist real. Gut, ihr habt es ja eben gesehen, dass es funktioniert hat. Dann ist das Ganze frei, es lässt sich drehen. Und dann kann man es rückwärts drehen. Und das Ganze rastet wieder ein und kann wieder geladen werden. Wie gesagt, das hier ist jetzt ein kleinerer Durchmesser, deswegen hat das viel zu viel Spiel. Das ist die Mechanik. Hier oben seht ihr noch das alte System, das war die alte Feder. Die sollte dann hier durch drauf drücken und den Hebel wieder nach unten drücken. Hat nicht so gut funktioniert und bei diesem Design hier ist es einfach ein bisschen einfacher. Jetzt werden wir die Gegenseite aufleimen. Ich habe jetzt gerade hier vorne einmal einen Schnitt gemacht, dass das alles schön bündig ist. Leider haben wir hier ein paar Leimfugen. Ich gehe mal davon aus, dass das von der Temperatur her kommt. Und jetzt baue ich das Teil mal nochmal zusammen, um zu schauen, ob da alles noch reibungslos funktioniert. Jetzt ist es gesperrt. Ich drücke auf den Auslöser und es dreht sich fast problemlos. Ich würde sagen, jetzt kümmern wir uns mal hier um gescheite Bolzen, dass wir hier nicht immer die Bohrer missbrauchen müssen. Hier seht ihr übrigens auch den Auslöser. Schönes Messing für diese Bolzen, denn ich glaube, das könnte ganz cool ausschauen, vor allem so ein bisschen als Kontrast. Und stabil wird das bestimmt auch genug sein. Und ich muss es dann später nochmal aus Metall machen. Weil ich das auf der ganzen Länge in einem Durchgang drehen will, muss ich aber eine Zentrierbohrung machen, damit das Ding mir später nicht wegläuft.
Das ist übrigens der Niederhalter. Bei besseren Drechselbänken oder bei moderneren Drechselbänken gibt es das hier als Multifix-Halter. Als nächstes müssen wir uns mal darum kümmern, dass wir vorne den Bogen, dass wir den dran bekommen. Da muss hier oben ein kleiner Absatz bleiben, damit das Ding später sich nicht dreht. Und da muss eine Schräge dran kommen, damit das Seil immer schön hier oben drauf drückt. Das machen wir an der Tischkreissäge. Das hier ist hier vorne unser Bogen und der wird später hier vorne hier dran kommen. Und ich will da eine coole Verbindungsmöglichkeit schaffen, damit das auch schick ausschaut. Und dafür drehen wir uns jetzt einen richtig dicken Holzdübel, den wir dann später hier einleimen werden. Fast wie an der Drehmaschine. Komplett krank das Teil. Ich habe es gerade mal ausprobiert hier mit so einer normalen Maurerschnur. Die ist natürlich nicht stark genug, die ist dann oben gerissen. Da werde ich mir nur was überlegen, dass das bei der richtigen Schnur, die morgen ankommt, nicht passiert. Die Leute auf Instagram haben das Ding jetzt schon in Aktion gesehen. Alter, brutal. Richtig brutal. Ich zeige euch mal das Loch, wo ich mit dem Holzdübel reingeschossen habe. Das war nur ein Holzdübel. Welche Arbeiten stehen jetzt noch an? Ich werde da nicht mehr alle zeigen, weil das jetzt viele Nachverbesserungsarbeiten sind. Ich muss hier zum Beispiel noch ein paar Löcher zumachen und ich muss hier noch ein Loch bohren, damit ich diesen Bügel später, am besten morgen, noch hier drauf festschrauben kann. Aber ich denke, wir fangen jetzt als erstes mal an, hier vorne diesen Stopfen zu drechseln, denn der soll ja nicht so arghässlich vorne bleiben. Der soll aussehen wie so eine... Die Teile, die... Eine Brücke, die sind wie so Bolze. Ja. Endlich ist das Paracord angekommen, darauf warte ich jetzt schon super lange. Oder eigentlich nicht, ich habe es mir viel zu spät bestellt. Damit werde ich alles verschnüren. Das ist so die Schnur, die ich gefunden habe, die für mich vertrauenserweckend rüberkommt, was so die Stabilität angeht. Und als erstes werden wir jetzt erstmal hier diesen Schuh festmachen, damit wir den Bogen auch später spannen können. By the way, das ist einfach Flachstahl, was ich rumgebogen habe. Und mir ist aufgefallen, oder für mein Verhältnis, ist einfach, wenn man hier die Ecken
relativ platt schlägt, dann sieht es aus, als wenn es geschmiedet wäre. Knoten knuddeln. Jetzt wird's spannend. Jetzt können wir das erste Mal hier dieses Seil aufspannen. Da bin ich echt gespannt, ob das alles so funktioniert. Oh Gott, Katastrophe. So, die Armbrust ist fertig. Ich habe das Ganze mit meinem eigenen Finish wieder behandelt. Und jetzt ist das Ding fertig. Ich wiederhole mich. Nach 2 Wochen Bauzeit ist dieses Teil endlich fertig. Und jetzt habe ich auch eigentlich keinen Bock mehr, an diesem Ding hier weiter zu bauen. Vielleicht kurz ein Wort zum Pfeil. Da wollte ich eigentlich noch einen zweiten herstellen, aber der hier ist nicht so wirklich gut. Der sieht ziemlich brachial aus, vor allem hier vorne mit der Spitze, die ich noch gedreht habe. Da ist innen drin einfach eine Bohrung, wo dann das Holz reinpasst. Und hier der Pfeil ist schlicht und ergreifend einfach zu schwer. Ihr werdet es ja gleich sehen, wenn wir das Ding schießen. Aber dafür habe ich noch einen Pfeil. Ganz simpel, einfach ein kleiner Holzdübel mit vorne einem Nagel drin, damit er auch irgendwo drin stecken bleibt. Und genau, ich werde da sowieso nicht so viele Pfeile brauchen, weil ich das Ding nicht benutzen werde. Der Pfeil hier, der ist halt jetzt ganz gut zum Demonstrieren, wenn man das Ding abschießt. Aber ich würde sagen, ich rede jetzt erstmal nicht mehr so viel und zeige euch das Ding in Funktion. Wie spannt man so einen Bogen? Ist relativ einfach. Nur da muss man halt echt aufpassen, wie gesagt, das hier behandle ich eigentlich so ein bisschen wie meine selbstgebauten Maschinen. Wenn das jemand benutzt, dann wirklich nur unter Aufsicht, aber eher gar nicht. Das bedeutet, wenn damit jemand schießt, dann bin ich's und kein anderer. Also, es ist Holz, da muss man aufpassen, dass das Ding nicht irgendwann alt wird, schlecht gelagert ist und dann bricht. Jetzt sollte da eigentlich nichts passieren, obwohl ich selbst bei den vergangenen Schüssen ein paar Mal so ein leichtes Knacksen gehört habe, aber das ist Holz, das sollte eigentlich okay sein. Ich werde es jetzt erstmal spannen. Vor allem, es muss immer schön leise sein, damit man mitkriegt, wenn irgendwas passiert. So, jetzt kann man den Pfeil hier oben nämlich einlegen. Hat funktioniert. Das funktioniert schon mal. Übrigens hier oben dieses Teil, das kann man jetzt ganz einfach drehen und ist jetzt wieder eingerastet. Man sieht auch hier, dadurch, dass das Ganze gefedert ist, springt es auch wieder richtig zurück. Das hier sind übrigens die Eintrittslöcher, wo dieser Pfeil reinpickt und das ist schon ziemlich ordentlich, wie ich finde. Naja, also das möchte man nicht im Arm oder so hängen haben. So, jetzt kann man nach 2 Wochen Bauzeit ganz einfach sagen, und das soll es auch schon für das heutige Video gewesen sein. Ein paar Leute haben schon mal geschrieben oder gesagt, bau doch mal was Außergewöhnliches. Das hier ist das Projekt dazu, wie ich finde. Ziemlich außergewöhnlich. Es ist halt mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen und das Ding hier ist wirklich nicht gedacht, um damit jedes Mal zu schießen, weil das dafür einfach zu heiß ist. Man unterschätzt sehr, sehr schnell, gerade bei so einer Armbrust, wie weit da leichte Pfeile fliegen, und wenn es dann auch nur ein Holzdübel ist und der trifft irgendeiner nur im Kopf, ist das dann auch schon ziemlich blöd. Wie gesagt, ich behandle das hier wirklich wie eine selbstgebaute Maschine, mega gefährlich, ist für keinen gemacht, das zu benutzen, außer für mich, alle schalt ja mal. Schreibt mir gerne mal deinen Kommentar in die Kommentare. Ja, unten in die Kommentarfunktion. Und ansonsten soll es das auch schon für das heutige Video gewesen sein. Ciao.